Guten Tag. Diesmal gleich mit einem Mikro. Ja. Hallöchen. Einen wunderschönen Mittwochnachmittag. Es ist sehr heiß. Und ich bin Nemo? Nemo? Hallöch? Verstehe nicht. Anemone. Achso, anonym Mikro. Jetzt verstehe ich's. Ja, Zelda. Heute mal jetzt schon, weil ich Bock hatte. Ich will spielen. Und wie ihr seht, bin ich hier gerade noch auf einer Geoglyphe. Ich will heute noch die anderen Geoglyphen finden. Da hinten ist ein Sternschnuppe. Gut, die ist aber in 5 Minuten weg. Und eigentlich wollte ich da oben hier mal zu diesem... Warum hat Zelda so komische Stiefel an? Achso, das sind die Schneestiefel, weil ich war da, wo es kalt war. Die muss ich mal noch ändern. Das ist eine gute Idee. So, nehme ich das. Die hatte ich noch gar nicht an. Die sieht auch ziemlich gut aus. Es ist hier diese Chica-Rüstung. Da habe ich jetzt schon 2 Teile von. Mag ich auch irgendwie. Warte, da oben? Achso, nee, das ist... Ah, okay. Ja, mit sanftem Sixpack. Aber ich mag immer, dass bei den Rüstungen das Hüftdesign, dass es so tief nach unten gezogen ist. Das sieht voll gut aus. Ist auch wieder ein Rückenausschnitt? Wahrscheinlich nicht. Nee, hat's nicht. Okay, schade. Prüfung nicht bestanden. Ach so, warum hat Zelda diese komische Stirn? Habe ich gar nicht gerafft, siehst du? Ich habe nur Stiefel gelesen. So. Eigentlich, aber ja, ich, Dings. Hier, die Leuchtrüstung habe ich jetzt auch schon. Und das ist erstmal eine komische Hose. Mit Ballerinas. Also die ist auch ein bisschen zu kurz, finde ich. Aber sie leuchtet, wenn es kalt ist. Oder im Dunkeln, eins von beiden. Aber gut, jetzt geben wir ihm mal erstmal seine richtige Rüstung, damit er nicht sofort stirbt, wenn irgendwas passiert. Jetzt ist, glaube ich, nicht kalt. Und ich mache mal, ich habe mir extra die hier aufgelevelt auf 8, damit ich einen hübschen Helm aufhaben kann. Ja, genau. Und eigentlich wollte ich da oben hin. Aber da ist jetzt Regen und da ist der Klettern mal ein bisschen blöd. Allerdings habe ich auch gerade gesehen, dass hier ein Stein runtergefallen ist. Da, der. Und den werde ich mir zunutze machen, um da zu diesem Loch zu kommen. Titel deines Sextapes. Den Iron Man? Rakete. Achso, ja richtig. Ja, nee. Das so hoch geht die nicht. Ich habe noch meine Batterie ist noch nicht. Das werden wir heute auch noch mal machen, meine Batterie aufleveln. Und los. Na komm, ein Stückchen höher noch. So, wo ist das Löchle? Da. Und das sollte doch passen. Das sollte doch passen. Ich habe auch das Pura-Pad jetzt schon. Naja, nicht ganz. Julian, do your thing. Oh, ist mal schief. Aber ein bisschen wenigstens. Vielleicht hört es ja mal auf. Nee, es hört nicht auf zu regnen. Naja, vielleicht kann ich für den letzten Teil wirklich eine Rakete nehmen. Da muss ich mal ein paar holen nochmal. Da habe ich jetzt den Spender, den Gashapon-Automaten gefunden, der... guck mal, hier regnet es nicht. Das ist gut. Aber da habe ich den Gashapon-Automaten gefunden, der die ausspuckt. Ich mit Elektro. Habe ich noch eine Elektro-Pflanze? Stimmt. Pflanze. Wieso sehe ich hier nichts? Nichts sehe ich. Oh. Ha. Und der ist gleich runtergefallen. Oder will ich mal mein Kletteroutfit anziehen? Damit ich noch hochkomme. So, da ist noch ein Bösewicht. Ich habe total vergessen, auch in der letzten Session, dass ich ja Rio habe. Und das mit dem Blitzschlag machen kann. Ach stimmt. Ha, kann ich ja jetzt auch bei dem Blitzloch da oben wahrscheinlich machen. Gucken wir mal. Ach, da ist schon wieder einer runtergefallen. Und da ist aber auch... Luft. Das ist doch gut. Ich gehe mal zu der Luft, die da nach oben steigt.
Wir mögen Luft. Ich weiß gar nicht, ob hier eigentlich was drin ist. Nein. Okay. Wusch. Reicht's bis nach oben? Ja. Oh, hey, hallo. Schwitzige Grüße aus dem Fitnessstudio, wie schön. Oh, jetzt ist mir kalt. Link ist gerade ins Kalte gekommen. So, Rio, wo bist du? Da ist er. Achso, jetzt muss ich warten, bis es da ist. Das dauert ja. Au! Es kommt gar nicht bis da. Was? Warum? Wo kommt es her? Oh, ist das ein Eis-Octorok? Assi. Der hat Sidon umgehauen. So. Hier ist noch ein anderer Gegner, ne? Ja, da hinten. Na, um die kümmere ich mich später. Jetzt gehe ich erstmal ein Stück näher ran. Und hoffe, dass Rio mir hinterherkommt. Ja. So. Nun. Ups, wo mir keiner zuguckt. Ja, wir müssen nicht zahlen. Das hat nicht funktioniert. Okay. Aber es ist ja auch ein Vogel. Muss da vielleicht ein Blitzvogel irgendwas reinschmeißen? Ich probiere es nochmal hier mit so einer Elektrofrucht. Okay. Ich guck mal, was da drin ist. Ob da vielleicht irgendwas. Im Zugstein, das kann ich dann genauso gut nicht zu Hause nicht nutzen. Wie ich es im Fitnessstudio nicht nutze. Verstehe, verstehe. So, jetzt hat er wieder komische Stiefel an. Sportling. Aber immerhin gehst du ins Fitnessstudio. Ich nicht. Aber ich habe jetzt über Arbeit, kriege ich ja so ein Sachbezugsbudget und da kann ich auch mich bei so einer Yoga-App anmelden. Und das werde ich jetzt mal machen. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Ich bin gespannt. Gucke mal, gucke mal. Hier muss ich das, den Blitz machen. Stehe. Jo. Jetzt sollte es funktionieren. Mein Press. Oh ja. Das kenne ich. Hä? Hätte ich einfach rumlaufen können? Hätte ich einfach rumlaufen können? Ah! Oh! Stirb! Oh, das hat nicht gereicht. Das müsste jetzt aber endlich mal gereicht haben. Schon wieder nicht! Boah, auf hier rumzuhüpfen! Hast du nun davon? Immer bin ich zu nah dran. Saftpresse. Da hat man wenigstens noch was. Da hat man einen frischen Saft. Stimmt, das könnte man auch mal mit den Beinen pressen. Vielleicht geht das besser. So. Ach, hier ist eine Kiste, Kiste. Mach mal was mit den Punkten. Ah, was mache ich denn mit den Punkten? Ah, ich kann irgendwas tun? Ich habe unendlich Punkte. Warte mal, los geht's. Meine Nachricht hervorheben. Also zu machen, dass du was von dir machen kann. Ach so, Nachricht nur im Abo. Aber ich hab Emotes, kann man damit, glaube ich. Weiß ich nicht. Ach so, Blödsinn, man sagt Maid-Outfit. Ich kann ein Krönchen aufsetzen, oder? Oder, oh, aber jetzt wird es so heiß, weil ich habe auch ein Einhorn-Onesie. Aber wenn es jetzt so warm wird, dann sterbe ich da drin. Mordmann-Umfrage.
Kanalpunkte. Ich sehe überhaupt nicht meine Kanalpunkte, wo ich die sehe. Ich bin absoluter Noob, was das alles angeht. Nein, mache ich nicht. Ich könnte meine Füße zeigen. Ich glaube nicht, dass jetzt gerade euch das gut, dass das gefallen würde. Das ist keine 1, das ist eine 100 Millionen irgendwas. Du kriegst alles, Herr Zucker Jack. Und du bist auch der Einzige. So, jetzt habe ich völlig vergessen, was ich machen wollte. Ich wollte in dieses Loch gucken. Titel der Sextapes. Au. Danke. Wieso kämpfe ich eigentlich noch? Ich kann auch hier meine Hiwis für mich kämpfen lassen. Genau, ich wollte meine Batterie aufleveln. Das wollte ich machen. Und dann muss ich mich langsam mal darum kümmern, wie ich da zu den ganzen Inseln hochgehen kann. Ich war bisher nur auf einem Bruchteil von diesen Inseln am Himmel. Und ich komme immer nicht hoch. Ich verstehe es immer nicht. Aber ich habe mich auch noch nicht so damit beschäftigt. Deswegen ist es auch kein Wunder. Ich hoffe nicht, dass man jetzt für alles irgendwelche komischen Dinger bauen muss. Das kann ich nämlich nicht. So, hier Batterie. So, jetzt hier wieder ordentliche. Ach, dieses ständige Umziehen. Ich sag's euch. Und ich brauche die Aero-Rüstung nochmal. Die habe ich noch nicht. Ganz Verschiedenes machen. 200 Punkte Wasser, Marsch. Was trinken? Achso, okay. Das klingt zu gut. Ich muss mich mal informieren, wie das funktioniert. Da hat er sein halbes Gesicht gezeigt. Glaub's ja nicht. Was? Ja, das möchte ich. Ja. Hau raus. Dann los. Hallo. Du schaffst es. Und eins. Und zwei. Und drei. Punkt. Eins mehr. Jetzt noch einmal. Und jetzt noch einmal. Punkt. Zwei Batterien. Das sind immer gar nicht zwei Batterien. Gott, wie viel kann ich denn hier noch aufladen? Das ist halt krass. Aber ich verstehe auch nicht so richtig, waren das jetzt nicht drei? Ah nee, das waren zwei Segmente, ne? Das, ja, zwei Batterien ist irgendwie irreführend. Das sind nur Segmente. Zuckerjack macht sich fertig zum Sport. Sag jetzt nicht, was er gerade macht. Ich unterschätze die Distanzen auch immer wahnsinnig. Tust du immer. Ja? Und ja, ich sag ja, es ist Abstände und Distanzen, da bin ich nicht gut drin. Da bin ich einfach nicht gut drin. Oh, war ich hier schon? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Da könnte ich ja hinfliegen vielleicht sogar. Weil hier war ich jetzt überall schon. Aber hier? Nee, vor allem hier bin ich nicht hingekommen und ich weiß auch nicht wie. Aber ich versuche jetzt mal hier zum Archipel von Südhyrule zu fliegen. Jo. Gucken, ob ich dafür schon genug Ausdauer habe. Wahrscheinlich habe ich es wieder abgrundtief unterschätzt. Ist die Brille nicht umsonst? Ja, der Brille ist die eine Sache. Das Gehirn ist das, was fehlt. Der Hirnschmalz. Das ist gar nicht nur Fensterglas. Das ist wirklich eine echte Brille. Siehst du? Ich bin meilenweit entfernt.
Das Hirnnetz, das fehlt. You can quote me on that. Aber, Das ist doch so weit weg. Wie soll ich denn da hinkommen? Wahrscheinlich mit mehr Ausdauer einfach, ne? Ich brauche mehr Ausdauer. Ich glaube, ich habe noch einen zum Beten. Was mache ich denn jetzt? Welche ist denn besser? Die ist, glaube ich, besser. Ach, da komme ich doch im Leben nicht hin. Zieh mich leider wieder bei dem Pudding. Ja, ja. Viel Spaß. Dir auch. Und noch kauf dir einen Pudding? Oder so? Vielleicht könnte ich hier hinkommen. Vielleicht könnte ich hier hinkommen. Das sollte ich schaffen, glaube ich. Weil da ist ja auch Wasser. Ha! Oh no! Ah! Okay, ich habe inzwischen genug. So, jetzt bin ich zumindest schon mal hier. Aber ich glaube, das nützt mir nichts, weil ich nicht hochkomme. Hey, aber da sind so Dinger. Okay. Ich guck mal. Ich guck mal, was ich machen kann. Hier ist so eine Station, wo ich mich rüber schneuseln kann. Bis dahin. Aber was ist denn da? Ach, das Ding da. Nee, das will ich aber nicht. Ich will dahin und dann da hoch. Ich bin jetzt da hoch, aber das reicht nicht. Bin jetzt hier halt mit... ich weiß nicht. Mit also Rakete und Wind halt und so. Aber hier liegt jetzt auch nichts rum, ne? Was ich nutzen kann. Eingefallen bin ich. Das wollte ich nicht. Na gut, dann muss ich was aus meinem Vorrat nehmen. Wahrscheinlich ist es auch so, dass man sich jetzt halt mit den Sonau-Bauteilen dahin schlonzen muss. Aber habe ich ja. Was nehme ich denn da? Genau die. Also eine Batterie, ne? Da bräuchte ich auch noch ein paar mehr. Schlonzen und schnäuseln, ja. Aber schlonzen mit Z geschrieben. So. Du sagst das auch. Bin mir nicht sicher, was Duden dazu sagt. So. Und die kommt hier ran. So als kleine Starthilfe. Bin gespannt, ob ich da bis rüberkomme. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Vielleicht kann ich mich damit dann auch hochholen. Nein, stopp! Bist du auf. Was weißt du denn? Ja, der ist alt. Ah, na mal gucken, wie hoch ich hier noch komme. Au! Bösewicht gesichtet. Ach, guck mal, hier kann ich hoch. Ja, nee. Okay, hier kann ich hoch, das ist gut. Vielleicht könnte ich da auch hochklettern. Aber wenn ich da hochfliegen kann und da Raketen liegen, dann möchte ich es so. Aber erstmal looten. Loot ist gut. So. Jo. Das ist auch wieder nur ein... eine Stepping Stone Insel sozusagen, um hochzukommen. So, reicht das? Gucken wir mal. Zisch! Na,
Schön, schön, schön. Oh, das ist aber sehr hoch jetzt. Stopp. Sorte. Löst das nochmal? Nee. Das nochmal kaputt. Und dann hole ich mir die später. Muss ich nur erdenken. Hier ist ein Bösewicht. Sotpe, ja. Ha! Oh, hier geht's dann wahrscheinlich weiter hoch. Weil hier wieder nichts ist. Auch nur eine Stepping Stone Insel. Das gefällt mir nicht. Weil dann kann ich mir die Kiste nicht holen. Okay, okay, okay. Mich jetzt hier irgendwie. Ah, Sonnenflecken? Wow, das war knapp. Komme ich jetzt dann irgendwie wieder hoch? Ich weiß es halt nicht. Weiß ich nicht, Digga. Wenn das jetzt hier so ein Waisendings ist. Na ja, gut, die ist zu weit hoch, um da irgendwie anzukommen. Ach nee, guck mal. Die kann ich zurückholen. Ach, das ist ja cool. Dann kann ich nochmal den Move machen. Das ist ja nicht schlecht. Dann kann ich hier nochmal probieren. Wehe, es lohnt sich jetzt nicht. Ah. Oh, ich habe den Schatz schon gefunden. Ah, nee, habe ich gar nicht. Na dann hat es sich ja wenigstens gelohnt. Aber ich hätte gerne schon noch mal so ein Waisengedöns. Weil ich hier meine Waisen aufleveln will. Tulin habe ich schon einmal aufgelevelt. Ja, kann auch noch ein bisschen mehr Wumms vertragen. Nee, komme ich tatsächlich nicht ran, siehst du? Na gut. Ach so, komme ich da ran? Guck mal, das könnte sein. Ha! Da komme ich ran. Das ist ja gut. Da schnäuseln wir mal voll durch. Ha! Sehr schön. Und hier auch noch neben so einem Sonnenflecken. Aber ich werde mich mal nochmal heilen. Was ist denn? Eating! Ich habe 33 solcher Äpfel. Dann kann ich ja mal welche essen. So. Und jetzt eine Etage weiter hoch. Ja. Oh. Das leuchtet aber hübsch. Auf so einer Insel war ich, glaube ich, auch noch nicht. So eine Erzinsel. So, das sollte jetzt reichen. Ich will nur da hoch. Wenn ich jetzt hier wieder hingehe, da ist ja wieder nichts. Aber da sieht es jetzt schon aus, als könnte was sein. Aber dann, weiß ich nicht, gehe ich vielleicht lieber gleich dahin? Wenn ich kann. Ach so, oder ich kann mich dahin gleiten lassen. Ja, ich lasse mich dahin gleiten. Aber erstmal hier den. Das sieht schon interessant aus. Ach, diese elendige Neugier, ne? Weißt du, was auch interessant aussieht? Nein. Na du. Ach, stop it, you. Nicht auf. Ein goldener Apfel. Jetzt liegen hier so eine Dinger rum.
Wahrscheinlich soll ich die zu einem Floß oder so zusammenbauen. Oder irgendwas. Ach, hier sind bestimmt so eine... Da ist eine Kiste. Das sehe ich doch. Soll ich hier rauslaufen? Ich kann einen Wasserfall machen, dass ich hier später hochschneuseln kann. Nee, hochdingsen kann, nicht schneuseln. Das ist so eine Kiste, warum kann ich das nicht? Wieso kann ich die da nicht rausholen? Verstehe nicht. Grüße deine Schwester. Grüße an meine Schwester. Okay. Ich sehe sie. Also, lass sie im Lurk, wenn sie lurken will. Wir callen keine Lurker out. Wieso kann ich diese Kiste nicht nehmen? Naja, ich lasse jetzt mal Wasser reinfließen. Vielleicht komm ich dann an sie ran. Zu spät. So. Ach so, das muss ich jetzt hier irgendwie festmachen, ne? Okay. Kann ich das hier drauflegen? Ne, es passt genau dazwischen. Das ist schlecht. Dann machen wir das so. Mal gucken, ob das klappt. Ne, das geht wieder ab. Das ist zu weit. Das ist schlecht. Wie mache ich das? Also mache ich das vielleicht wirklich so, wie es war? Rollen. Ich muss es nicht näher anbringen. Ah, es hat zu weit weg. Okay. Warte. So. Jetzt sehe ich nichts. Muss ich mal gucken, dass ich was sehe. So. Ha! So geht's. So, und jetzt müsste ich an die Kiste rankommen. Ah, so ist das gedacht. Training fertig zum Subway. Aber die Kiste, das brauche ich nicht. Subway ist ja auch nicht schlecht. Hatte ich zum letzten Mal vor der Leipziger Buchmesse in Leipzig auf dem Hauptbahnhof. Oh, wo du die Frühlingsrollen gegessen hast, da gab es die, ich glaube 91 war es oder so, mit Rosinensoße. Das war so lecker. Und jetzt gibt es die nicht mehr. Ich bedauere es. Ja, wofür macht man es sonst, außer dass man essen kann? Das weiß ich auch nicht. Nein! So, bitte erstmal hinlegen. Jetzt gleich. Jetzt verbinden. So. Und jetzt ist ein Wasserfall entstanden, der hoffentlich sehr weit runter geht, damit ich hier wieder hochkomme. Oh, das ist ja nicht nett. Wie sind die jetzt alle raus? Das soll doch hier nach. Also ich meine, ich sammle sie gern ein, aber das soll doch hier nachlaufen. Verstehe ich nicht.
Alles gut. Der erste, den ich wiederfinde. Ehefrau. Das ist lieb von dir. So, hier ist jetzt aber auch leer. Muss ich das jetzt hier noch irgendwie schneller nachfließen lassen? Oder gibt es jetzt hier einfach keinen Wasser mehr? Und hier läuft's ja. Oh. Aber solange der Wasserfall da unten noch weiter funktioniert, tut er das? Er tut's. Ja, tut mir leid, Aurobanas, aber jetzt konnte ich wenigstens ein paar von euch einsammeln. Läuft. Okay. Gut. Ah, da drüben ist so eine Platte. Und von da komme ich wieder nicht dahin. Ich will mal erstmal gucken, ob es da einen Dingsi-Bumsi gibt. Shrine. Ist da bestimmt. Die mich verbinden. Den holen wir uns. Ich weiß, ich habe inzwischen auch die Fähigkeit, dass ich hier Vorgefertigtes bauen kann. Aber ich will mein Solanium nicht verschwenden. Deswegen mache ich das lieber per Hand. Kommen wir hoffentlich bis rüber. Da. Nu. Ah, geh da hin. Ja. Ha. So, du nervst ja schon mal. Oh. Das ist natürlich Quatsch. Naja gut, dann kümmert ihr euch mal drum, Leute. Oder wir lassen ihn einfach. Wir ignorieren ihn. Unerwünschtes Verhalten soll man ignorieren. Also ignoriere ich einfach, dass er Raketenpfeile auf mich schießt. Die wollen ihn ja nicht verziehen. Okay, ich habe wieder irgendwas gesagt, was TDST rechtfertigt. Raketen. Scheinwerfer. Die sind neu. Ich höre es doch hier irgendwo. Es geht auf. Hier ist irgendwo ein Shrine. Was ist hier eigentlich los? Ist niemand. Von halt machen. Ah, hier, ich muss wieder was finden. Okay, finde ich. Ah, jetzt kann ich mich teleportieren. Das ist doch gut. Üben. Jetzt muss ich hier wieder irgendwas hin und her drehen. Kenn ich. Dieses Ding hier. Ah, jetzt auch noch in die Richtung. Gut, das ist ja. Das probieren wir einfach mal aus. Müsste das nicht schon gut sein? So. Aber hier ist bestimmt noch irgendwo eine Truhe oder sowas, ne? Aber das werde ich dann nachher schauen. Oh. Da ist eine Truhe. Oh, wie riechen die?
Gut, erstmal das Vordringlichste. Oha! Ich bin voll Gen Z, Alter. Bin ich nicht, aber... bin jung geblieben. Bin Rad oder Kind. Ich mache ja viel Scheiß mit, aber dieses Erwachsenwerden, das lasse ich lieber. Und da Feuerfrüchte, die sind gut. Und hier sind Maxi-Rücken. Gut. Das Zeug muss ich erstmal mehr nutzen. So. Jetzt schicken wir erstmal den hier weg. Das wird nie besser. Ja, da hast du recht. Ach so, ja klar, ich kann sie einfach drehen. Na doof. Nein, bin ich nicht. Aber das war jetzt trotzdem nicht so clever von mir. Das passiert auch mal. Man kann auch mal. Manchmal fehlt auch einfach das Hirn. Jetzt will ich auch Subway, aber heute gibt's Spaghetti. Ayo, ayo. Allerdings ohne Pepperoni, weil mir das zu scharf ist. Mein zartes München verträgt doch kein Scharf. Ha! Na gut, machen wir mal überspringen, kennen wir ja. Dünn, 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 dünn. Oh, es gibt mir Rauhofs Segen. Und dann holen wir uns die Kiste. Und dann gucken wir, was hier noch so los ist. Wir sind Chillerschreine hier. Finde ich gut. Nice. Diamanten finde ich auch gut. Diamonds are a girl's best friend. Da, 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 da. We all live in 0,04 Karat. Da sind Diamanten drauf. Ja, da sind Diamanten drauf. Ah, hier, 6 schon. Ich brauche mehr Ausdauer. Damit ich überall hinfliegen kann. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's. Cartier. We all live in a material world. I'm a material girl. Nein. So, jetzt müsste doch... Nee, da habe ich mich geirrt. Ach so, oder warte mal, kann ich das so machen? Komm ich da jetzt ran? Nicht. Nee, ich mach's lieber. So? Und an der Seite hängt das. Nein, nein! Oh. Ich hab... Oh. Ich hab ein Schwert weggeworfen. Es war noch gut. Das wollte ich doch machen. Das wollte ich doch machen. So, dreh dich mal. Da hängst du. Wenn ich dich jetzt abmache, dann gehst du ja auch kaputt. Gut. Okay. Noch ein Stück. Ach, jetzt ist er runtergefallen. Geh aber wieder zurück und dann müsste er ja vielleicht. Ne, jetzt ist er dahin geblieben. Aber geht das vielleicht besser? Wo ist die Kiste? Hä? Vielleicht komme ich da jetzt irgendwie hin. Ja, ich habe nichts ausgemacht.
Das war zu weit. Okay, nochmal. So, gucken wir mal, wie das jetzt funktioniert. Wie du guckst? Wie guck ich? Was hat sie dahinter? Kann nicht so schlimm sein. So. Ah ja, guck mal. Nein! Wieso ist hier ein Loch? Ja. Ich wusste es. Ich wusste. Achso, ja, ich muss hier mal. So. Ha! Oh! Wieder einer. Mal gucken, ob wir die schon gefunden haben, weil ich habe schon einiges gefunden hier unten. Vieles davon hat sich noch nicht mal gelohnt. Oh. Aha, okay. So war ich jetzt hier überall schon. Das ist spaßig. Okay, solange du Spaß hast, ist doch alles gut. Ja! Wie ich immer schon Tippen sehe. Im Augenwinkel. Aber solange du Spaß hast, ist alles gut. Ist ein ziemlich... Zumindest dein Gesicht hat auch Spaß. Ist ein ziemlich wholesome Titel deines Sextapes, muss ich sagen. Da ist der Drache, den kenne ich schon. Da bin ich schon mal drauf geritten. Ja, Titel deines Sextapes. Heute bin ich aber auch. Was ist da los? Ja. Nein, danke. Oh, Feuerblumen. Das ist gut. Feuerfrucht. Ja, ja. Sonnenblume war es. Sonnenbalken. Ja, hier kann ich noch irgendwas nehmen. Wieder. Ups. Nee, das wollte ich gar nicht. Ausdauerknollen. Na gut. Hier ist jetzt auch nicht unbedingt was. Okay, also ich kann mich rüberschleudern lassen zu der Platte. Die muss ich eh fotografieren. Und dann gehe ich nochmal da unten zu dem großen Typen, weil die sind gar nicht so schwer, diese Alpha-Konstrukte. So, wo ist jetzt hier das Blümchen? Das Blümchen? Wo war denn das? Auf die Karte. Da. Ach, das reicht. Hier lang? Nee. Hier lang? Ja. Aber hier ist gar nichts. Hä? Oder ist es über mir? Nee. So, ist es hier hinter der Wolke? Nee. Hä? Ist es mich rollen oder was? Hab's doch gesehen. Und auf der Karte ist es auch. Never gonna give you up. Ah. Wo bist du? Blümchen. Bin ich wahrscheinlich sogar ohne mich schießen zu lassen hinkommen. Aber nee, schießen lassen ist die safere Variante. Machen wir mal ein bisschen Anfangsschwung, kann nicht schaden. So.
Und los geht's. Ja, das sollten wir schaffen. Sehr, sehr gut. Linksverkehr. So, ich hoffe, die fällt jetzt nicht wieder runter. Aber ich kann mich ja wieder hoch teleportieren. Okay, fällt nicht runter. Ja, halt hier, Janisch. Machen ein Foto. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, ich habe erst 2 oder so fotografiert davon. So. Genau, eigentlich muss ich ja jetzt gar nicht da hoch. Ich will ja jetzt da zu dem. Kann ich ja gleich runter. Uff. So, gucken wir mal, ob der auch so leicht ist wie der letzte. Also leicht, aber auch so okay zu handeln. Ich will jetzt nicht den Mund zu voll nehmen, weil jetzt sage ich leicht und dann blamier ich mich gleich. Huch, wieso ist das hinterlegt? Achso, Nachricht davor eben. schön. Kann ich hier draufbleiben? Bringt mir das irgendwas? Ich glaube nicht. Jetzt bin ich zu weit weg. Oder erst zu weit weg. Hallo. Oh. Ich glaube, er kann mir jetzt nichts mehr tun. Jetzt muss ich nur finden, wo sein. Da ist sein. Warte mal, Masterschwert. Sieht ihr irgendwas? Ne, jetzt kann ich aber auch nichts mehr tun. Ich muss jetzt hier mal das Ding tun. Ha! Böse Sachen. Jetzt mach doch mal. Warte mal. Ach nein, jetzt muss ich erstmal. Kann ich eigentlich auf den Hof klettern? Na ja. Sehr gut. Nein! So ja, ich kann ja das hier machen. Das vergesse ich immer. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen, aber das war gut. Oh. Nee, alles gut. Ah, jetzt. Das ist nur ein Beta-Block-Konstrukt. Das andere war ein Alpha-Block-Konstrukt. Huch, wo ist er jetzt? Da oben. Gut. Sind jetzt alle wieder dran? Ja, ne? Ich glaube, sind alle wieder dran. Aber gut, seine. Die Kiste ist unten. Aua, aua, aua! Jetzt sind alle wieder dran. Aber ich will doch nur in die Kiste. So, wo bist du denn jetzt? Ja, ich glaube ich mal hoch. Deswegen sind die Dinger wohl hier. Vielleicht ist das gut.
Okay. So, sind die anderen? Ah, nein! No! Hä? So, und jetzt müsste Rio halt hier mit hochkommen. Wow! No! Wie zum Teufel? Das ist ja ein bisschen nervig. Nee, ich glaube, das ist zu hoch. Hier kommen wir nie hoch. Ja. Ein Stück runter. Ah. Okay, das macht nichts. So. Ne, die sind einfach weg. Ah ja, das geht. Das ist doch schon mal gut. Oh. Ah, zu langsam. Ah, ne. Wo ist es? Da ist es. No. Ah. Oh, jetzt ein bisschen mehr. Jetzt. Jetzt. So, und jetzt schnell hier noch drauf machen. Oh. Okay, Gott sei Dank habe ich Rio. Oh. Das ist gut. Was diese Dinger hier sollen, weiß ich gar nicht. Letztes Mal war eins davon übrig. Ich meine, ich kann die nutzen, aber... Dinge kaputt machen. Hm. Who knows? Who knows? Jetzt werde ich erstmal was essen. 3, 6 brauche ich. Ja. GG. Ja, mich auch. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so Schönes haben auf dieser Insel. Insel, mitten im Meer. Insel. Wie schön das wäre. Oder irgendwie so. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Dieses Lied. Muss ich mal wieder hören. So, hier sind Dinge, dass ich hoch kann. Aber da oben war ich ja schon. Da kann ich ja jetzt hin teleportieren. Feuerfrüchte, die brauche ich. Die brauche ich. Aber hier nicht noch was? Ja, wollte ich gerade sagen. Okay. Gut, dann haben wir zumindest dieses Archipel hier erkundet. Denke ich. Hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir. Hier waren wir. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier waren. Ich glaube nicht. Vielleicht kann ich mich dahin dingsen lassen. Halt. Was ist da noch? Da ist noch ein heller Kreis. Ist der weiter oben oder weiter unten? Der ist da oben. Oder? Ja, unten ist er nicht. Da unten ist die. Ist die Fee, die da so glitzert. Gut, also lasse ich mich wieder hier hinbringen. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung ich mich hier tragen lassen muss. Da lang. Ach, da oben. Wo, weiß ich nicht, ob ich da hinkomme. Wie sieht das aus? Gucken wir mal.
sich jetzt gerade irgendwie erstmal nicht so an. Achso, nee, hier, guck mal. Hier. Hier muss ich hin. Da kam ich ja her. Da war ich schon. Okay. Ja, dann haben wir ja alles. Aber was sind die da? Achso, das ist die hier. Na gut, da war ich schon. Hier war ich halt noch nicht. Denke ich. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Aber da komme ich jetzt auch nicht hin. Gut. So viel dazu. Jetzt wollten wir noch ein paar Geoglyphen suchen. Das machen wir, indem wir... Ach ja, ich muss noch drei Dinger bezahlen. Fotografieren. Drei Gegner. Das machen wir, indem ich gucke, was als nächstes kommt. Das ist nämlich hier. So, wir waren bei der Olschen. Dann kommt jetzt der Dolch. Der Dolch ist da unten. Das habe ich schon gesehen. Der ist hier nämlich. Da werde ich hier mal auf den Turm in den Labella-Sümpfen gehen. Ach, da oben war die Insel. So eine Erzinsel, aber... Tee. Da bin ich jetzt nicht mehr rangekommen. Bei Schnitz. So. Oh. Da ist noch so eine leuchtende Insel. Oder will ich jetzt vielleicht sogar hinkommen? Komme ich da auch von da oben hin? Ja, muss ich demnächst mal gucken. Aber jetzt gehen wir erstmal zum... Oh. Was ist denn hier? Achso, da kann man hochhüpfen. Da ist wahrscheinlich noch ein Gegner. Nein, Hanni, lässt dich jetzt nicht ablenken. Wir gehen jetzt zum Dolch. Leuchtende. Ja. Und mein Paraglider. Paraglider, Paraschirm. Wie heißt das Ding? Hier. Parasegel. Lederlappen. Nimm mein Parasegel. Leuchtet. Das finde ich schön. Das habe ich durch ein Amiibo bekommen. Das Piratenschiff hier unten ist Angelstedt, ne? Da muss ich sich auch noch hin. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Dolche. Sprich, da ist, ich sehe schon, da ist es. Aber ich werde erstmal zwischenlanden müssen. Oh, Sternstoppe. Wo, da? Ah. Ha! Aus dem Flug, ich sag's euch. Gut gefangen. Siehst du? Du wirst berichten bei Zugatti. Oh Gott, bin in Asyl. Ah. Ja, okay, du bist unberechenbar. Aber komm, nach was? Fast 12 gemeinsamen Jahren, da kann man schon mal ein bisschen berechenbar werden für den anderen. Dreh mich nicht mehr in mein Haus. Du bist alt, nicht du, hallo. Sugar Jack ist alt. Taxi. Aber es wird wahrscheinlich den das Problem nicht lösen. Der Treppen oder so, ne? Ich weiß nicht. Oh Gott, wieso juckt dir meine Nase so? Blöde Allergie, ey. Das ist aber ganz schön große Geoglyphe hier. Die anderen sind kleiner, glaube ich. Naja, jedenfalls. Hier. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Wie oft bist du im Sport? Hört sich an, als wäre es nicht so oft. Also was ich überhaupt nicht verurteilen will, weil ich bin nie beim Sport, aber you know. Ach, das ist hier wieder so ein blöder Oktorock, ne? Ja, siehst du, wusste ich doch. Weil ich, den kann ich auch nicht. Den hat man auch schon immer daran erkannt, dass man den nicht. Dass man den nicht nehmen kann. Zweimal zwei Stunden. Wow. Richtig gut. Reicht mir, das ist richtig gut. Da hinten ist wieder diese Insel.
Bin gespannt, was man da diesmal machen muss. Ob das wieder so eine Prüfung ist. So, ich werde jetzt diese Drachenträne im Dolch auslösen. Wer nicht gespoilert werden möchte, sollte weggucken. Ich habe euch gewarnt. Na, 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 ja, halte die Ohren zu. Und schreib ganz laut in die Chat. Ah, diese Musik. Das hat sie so gut hingekriegt, ne? Oh, meine Kamera hat schon wieder gehangen. Oh. Aber ich glaube, es ist noch synchron. La, la, la. Weiß ich nicht. Oh, jetzt geht's weiter. Gut, Zelda. Hier sollten wir ungestört sein. Du wolltest etwas mit mir besprechen. Worum geht es denn? Vielen Dank, oh Königin. Gut. Oh je, sieht aus, als hättest du dich ein bisschen verkalkuliert. Aber sehr nett, dass du deine Maske fallen lässt. Ganondorfs kleine Marionette. Dachtest du wirklich, du könntest uns hinters Licht führen? Ah ja. Ja. Verschwunden die Bus. Grün. Hä? Hey. Okay, aber jetzt wenigstens wissen wir, dass die ganzen Zelda-Sichtungen tatsächlich irgendjemand von Ganondorf waren. Ah. Ja. Soweit nicht so gut. Da hinten gerade noch eine Echse gesehen. Ich geh mal dahin, um die zu fotografieren. Ach, guck mal, da kämpft jemand. Sterben. Der Himmel fällt runter. Jetzt schon mal. Mist. Ja. Perfekt. So, habe ich den schon fotografiert? Nee. Ja, ich weiß, du kämpfst um dein Leben, aber ich muss ihn gerade fotografieren mal. Tut mir leid. So, und jetzt brauche ich noch eins. Ich helfe dir. Oh, der ist aber stark. Ha! Nichts, als das Masterschwert nicht richten könnte. Ja, warte, ich muss kurz looten. Ich rede gleich mit dir. So. Hi. Holzstil, ja genau. So, du bist auch auf Reisen, oder? Kann ich dir bei der Lösung irgendeines Rätsels behilflich sein? Da gibt es diese geheimnisvollen Geoglyphen, die nach dem Kataklysmus überall erschienen sind. Kennst du die? Ah. Wie du siehst, bin ich eine Abenteurerin, wenn auch keine tolle. Auf meiner Reise möchte ich die Geoglyphen enträtseln. Ich bin einem Gerücht gefolgt, dem zufolge sich hier irgendwo eine befinden soll. Aber ich finde sie einfach nicht, egal wie gründlich ich auch suche. Guck, 50 Meter weiter rechts. Ich ruhe mich etwas aus und dann nehme ich mir Zeit für die ausführliche Suche. Vielleicht laufen wir uns auf den Weg. Okay. Okay. So, hier war ja letztes Mal ein Shrine. Da sind überall diese Pfeile. Die habe ich auch noch nicht rausgefunden. Oh. Achso. Oh, du bist süß. Ja, komm hier. Komm, komm. Gut, 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 gut. Yay.
Du bist nicht weiter schlimm, aber was sind diese Pfeile? Jesus, nicht, Digga. Aber wenn ich jetzt hier gucke, der zeigt hier lang. Der zeigt, also eigentlich auf diese Säule zeigen die alle. Untersuchen. Oh, ah! Ah, die zeigen mir einfach Koks. Na toll. Da ist noch einer unter der Hylia-Brücke. Süß, wie er hochguckt. Und lustig, dass hier immer noch eine Ruine ist, wenigstens. Auch wenn hier schon kein Schrein mehr ist. Aber eine Ruine ist noch da. Gut. Wollen wir jetzt hier nochmal? Ja, ich glaube, jetzt will ich nochmal auf die Insel. Hier, Himmelsinsel. Noch den Schrein machen können, ne? Aber ich habe jetzt irgendwie keine Lust auf Schreine gerade. Ob Rätseln, ich lieber entdecken. Oh, hoffentlich regnet es nicht wieder. Es regnet nicht. Schön. Schön, 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 schön. Jetzt geht er ins Bild. Oh, 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 was ist hier los? Aber die hatte ich beide schon. Das dürfte ja dann hier der weiße Drache sein. Da brauche ich noch ein paar Klauen. Das werde ich jetzt mal nutzen. Wo wollte ich hin? Hab ich wieder vergessen. Zwei Schlangen, die sich kreuzen. Ja, stimmt. Ich schätze mal, dass der obere der weiße ist, oder? Gucken wir mal. Weil die Klaue könnte ja tendenziell nervig werden, weil die ja runterfällt. Weil wenn man so eine Schuppe will, dann bleibt die drauf liegen. Aber die Klaue fällt runter. Das ist doch hier der weiße Drache. Na ja. Ist der Eisdrache. Ja. Mit blondem Haar. nee, Haar ist aber auch richtig, tatsächlich. Gucken wir mal. Sind hier schon wieder. Ja. Weißdrachensteine. Ja, okay. Ups. Na? Darf ich wieder? Ach so. Ja, ja, genau. Die. Falls du nicht hörst. Ich bin auf dem Drachen unterwegs. Die kennt man ja schon. So. Ich bin auch. Wie viele. Bist du wirklich ein Bot? Bin ich seit Jahren mit einem Bot verheiratet, ohne es zu merken? KI wird auch mal besser. So, dann haben wir das. Und ich brauche. Jetzt will ich das erste Mal hier versuchen, meine Kralle zu looten. Von dem. Okay. Wo, wo, wo? Kann ich die ja auch im Fallen schon auffangen? Wenn ich vielleicht einfach mal schneller gewesen wäre? Nee? Aha. Na gut, ist ja egal. Ich komme ja hinterher. Yes. Ah! So, und jetzt brauche ich noch eine. Das ist aber eh erst in 10 Minuten wieder lootbar. Das gute Drachelchen. So, wo bin ich hier überhaupt?
Guck mal, hier ist nochmal ein anderer Bockblind. Vielleicht kann ich den fotografieren. Blind. Oh wow. Der war schon vorbei. Nee, ich wollte den Stock nicht aufheben. Gut, aber dann können wir jetzt das Purapad aufleveln. Hier war ich noch gar nicht, ne? Hier, ach, hier ist der Stall, okay. Okay, okay, okay. Athenofestung. Ach, hier bin ich. Ah, doch, da war ich schon. Hier bin ich. Gut, dann jetzt hier zum Institut. Cola ist gar nicht gut. Schmeckt künstlich. Naja, das ist ja gerade das Geile daran. Zuckercheck ist übrigens abhängig von Cola. Wir trinken keinen Kaffee, wir rauchen nicht, aber Cola ist so Achillesferse. Hat man es eigentlich schmatzen gehört? Was geht's nochmal? Huch! Ach, hier, nee, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich gar nicht hin, hier wollte ich hin. 6x10, mein Lieber. Ich schaffe maximal einen. So. So, nach dem Zufallsdrachentreffen. Jetzt geht's los. Hau raus. Hier. Wahrscheinlich von einer gekochten Spaghetti. Vor allen Dingen in den Armen. Sieh doch mal an hier, diese dünnen Ärmchen. Da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Slay. Achso, ja, Werke mal. Sensor plus. Ich glaube, ich muss mal bei einer bestimmten Cola-Sorte anfragen, ob ich offiziell gesponsert werden darf. Mein Training dient nur der Verlangsamung, dass ich weitertritt. Ja, es ist ein bisschen ein Irrenhaus hier, aber ein sehr, sehr schönes, wo ich mich wohlfühle. Ah. So, eigenes Handbuch. Okay. Ach, dann mal einen Blick auf meine Datensammlung. Genau. Hashtag Werbung unbezahlt. Da Markenzeigung. Keine Ahnung. Ich meine, ich mache hier mit permanent Werbung für Nintendo und Zelda insofern. Erstens Schweig. Bild erforschen. Nicht komplett. Ja, genau. Jetzt kann ich noch Teleporter. Siehst du? Ich habe voll vergessen, dass ich ja schon die erste Stufe oder zwei Stufen dieses Teleport-Medaillons habe. Ja. Habe ich vergessen. Was ist da los? Achso, das ist wahrscheinlich das Schloss, wa? Auswüchse vom Schloss. So. Was wollen wir denn sonst so noch machen? So Feines? Ach ja, dieses blöde Pferd. Serenade. Ah, das kann ich machen. Das kann ich machen. Das ist gut. Die vierte Fee öffnen. Okay, das hört sich falsch an. Hat den Drucker gebaut. Ja, stimmt. Lockdown war. Klingt schmerzhaft, das wäre ich. Heute öffnen wir die vierte Fee. Klingt irgendwie nach Yoga. Sag mal. Heute öffnen wir. Kannst du nicht nochmal sagen. Heute öffnen wir. Siehst du, mein Körper wehrt sich mit allem, was er hat dagegen. Heute öffnen wir die vierte Fee. Nicht da reinlaufen. Wo muss ich denn hin? Da ist der. Bin gespannt, wie ich die dieses Mal hinbringen soll. Wahrscheinlich muss ich irgendwie fliegen oder so. Ja, ja.
So, was? 300 Stunden Animal Crossing, Witcher 3, Skyrim, 100%. Ja, ich habe auch sehr viel Animal Crossing gespielt im Lockdown. Oh, schmeiß. Ja, haben wir auch ständig. Heute komischerweise nicht. Nein, Zuckerjack. Schmeiß sie raus. Okay, ich dachte, du willst jetzt irgendwas Böses sagen. Weil Holofon meinte, trägt mich irgendwer ins Haus. Das ist gut. So, Olfo, unser Hornist, ist zurückgekommen. Der ist nicht einfach so zurückgekommen. Ich habe den zurückgebracht. Katze ist im Jagdmodus. Meine Deko. ja, Deko oder Schmeißfliege? Eins von beidem. Nee, Deko und Schmeißfliege. Oder keine Deko und keine Schmeißfliege. So wird ein Schuh draus. So, ist ein Loch. Bin froh, dass es Ihnen unschrecklich gut geht. Jedenfalls Ensemble zügellos mit Hilfe von Euphros Hornmusik wieder zu altem Ruhm. Ja, geht es einfach nicht. Wir müssen alle an Bord sein. Grand Ensemble. Hast uns zum finstersten Moll, aus dem finstersten Moll, zurück zum glorreichsten Dur geholfen. Danke, danke. Oh. Fünfmal danke. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Wie habe ich diese Teile ins Haus schaffen? Weg mit dem Mist. Wir haben hier auch ziemlich viel rumstehen. Und es ist aus Plastik. In Slices. Also gut, meine Herrschaften, das ist ein neuer Start für Grand Ensemble. Alle Auftritte, alle Reisenden. Aber gucken. Oh! keine. Ja, nein. Ja. Dilos? Wir haben keine Dilos. Wir haben nur gedrucktes Zeugs. Jetzt habe ich Angst. Das ist ein gedrucktes Schwert. Also dann, so große Fee. Ich würde am liebsten gleich aufgreifen. Gibt ein Problem. Ach, bestimmt Schlitten, ne? Oder so. Brava, Aleo, kein Dach. Ah, das wäre fatal. Fatal! Musikanten mit Erkältung. Ein Dach auszustatten. Könnte Pfosten ausstellen. Große Fee. Naja, ein Dach kriegen wir hin. Ups. Hier. Hier, ein schönes Dach. Oh Gott. Das fällt gleich runter. Das rutscht gleich nach hinten runter. Ah, okay. So, zählt es als Dach? Nee. Oh. Das zählt nicht als Dach. So dann vielleicht. Das finde ich zählt. Ist ein bisschen schief, aber... Hallo. Ich bringe euch hin. So. Da wäre... Ach so, was ist denn plötzlich an unserem Allegro? Ja, da kannst sogar Jack dich informieren über den Drehdrucker. Lass uns, geht los. Ach, muss ich jetzt hier mit dem... Ja, ja! Großen Film muss man links herum auf den Berg fahren. Ja, ja! Du schaffst es schon. Ich muss nur mein Pferdchen holen, ne? Na, machen wir mal. Das ist ein großer Drache. Ja. Hallo. Oh. Pferd abholen. Oh. Ja, dich für dich. Ja. Oh. Einen Moment bitte. Kann ich jetzt an diese Mähne ändern? Weil das habe ich irgendwie freigeschaltet, aber ich weiß noch nicht wo. Oh. Mähne frisieren. Standardmähne, Langmähne, Kurzmähne, Dressurzopf, Flechtmähne. Türkis, Grün, Violett, Blütenmähne. Ah, hübsch. Aber ich will die ändern. Oh. Ja. Oh. Das Zaumzeug wechseln. Mm. Pferdefreunde-Zaumzeug, Reisezaumzeug. Habe ich davon irgendeinen Vorteil? Nee, ich will das, was ich habe. Oh. Das steht ihm vorzüglich. Ja. Oh. Ja, ja. Mm. Mittags zum Himmel sollte man Sonne, Mond und Sterne, nichts als schwebende Inseln und Schiffe.
Immer nicht so pessimistisch. Ach, wie hübsch Loki aussieht. Immer nicht in Fähnchenform. Okay. Nimm das jetzt mal als Kompliment. Na. Nee, geht nicht, ich weiß. Da lang, bitte. Na, na gut. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Loki. So. Mach mal hier einen Bogen. Wow, das war zu viel Bogen. Nee, gut, dann machen wir es so. So, und jetzt langsam. Okay, vielleicht war es zu langsam. Aber sicher ist sicher. Mach nicht so ein langes Gesicht. Bis weit im Stall. Alles Komplimente, ich verstehe schon. So, Sweethearts, geht mal hier weg, bitte. Okay. So, jetzt müsste es ja gehen. Überall Dinge. So, links herum, haben sie gesagt. Ach, was ist das? Da sind Bösewichte. Wow, das ist zu weit. Ja, lass mich mal in Ruhe. Nee, komm, lass mich mal in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. Ich hab jetzt keine Lust auf den Kampf. Okay. Wow. Diese Reitmusik ist auch cool. Labyrinthe, habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Ich war einmal in einem drin und dann kamen die bösen Handgegner und dann bin ich ganz schnell weg. Braves Pferdchen, feines Pferdchen. Kippen um, ach, ich kipp gar nicht um. Oi! Oi! Ja, ja! Ja, ja! Los geht's! Gucken, was ich dann da so aufbessern kann. Noch. Regina, Co-Designer. Das macht mich glücklich. Die große Fee ist uns erschienen. Ich bin hin und weg, Bellissimo. Ah. Ah, große Fee, die Klänge meines Horns haben mir tatsächlich zugesagt. Ich habe einen Anblick. Ich werde niemals vergessen, was uns heute hier gelungen ist. Oh. Was stehen wir noch hier herum? Wir müssen zum Stall zurückkehren und allen berichten, dass die große Fee wieder zurück ist. Ja, ja. Wieder hast du uns geholfen. Wie soll man sich da jemals revanchieren? Hier ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Nur keine falsche Bescheidenheit. Nimm es ruhig an. Keine Sorge. Geld nicht immer. Ja, ja. Hoppla, das hat mein Portemonnaie aber ganz schön erleichtert. Aber das soll keine Ausrede sein, unseren Dank nicht gebührend zu zeigen. Außerdem können wir uns so jetzt ganz unserer Vorstellung widmen. Unser Ensemble könnte endlich für alle großen Feen spielen. Ich bin gerührt. Ich bin inspiriert. Ich zittere vor Glück wie eine tiefe E-Seite beim großen Finale. Wir kaufen uns keine
Softeismaschine. Ich danke dir vielmals dafür. Wir haben gar keinen Platz dafür. Dass du trotz aller Schwierigkeiten niemals aufgegeben hast. Und du kannst sie auch nicht in den fünften Stock hochtragen. Jedes Mal, wenn die großen Feen unserer Musik gelauscht und sie gezeigt haben, ist unser Selbstvertrauen gewachsen. Ja. Wenn du mal wieder meine Rhythmen hören willst, komm einfach jederzeit beim Stall vorbei. Für eine Kostprobe meiner Künste lohnt sich immer ein Besuch. Wir legen jetzt richtig los. Unsere Gabe, unsere Gedanken. Alle Reisenden werden zu einem Stall kommen, sollen ebenso ihre Sorgen und Nöte vergessen. Du bist ein Mitglied unseres Grand Ensembles Zügellos Reisender. Wie ist dein Name, wenn ich fragen darf? Link? So lautet der Name des Retters unseres Grand Ensembles. Ja. Ich werde ihn hinter den Notschlüssel schreiben und niemals vergessen. Du solltest einfach ein Lied über mich schreiben und meine großen Künste besingen. Unser Grand Ensemble wird unter einem neuen Namen zu neuen Höhenflügen aufbrechen. Ensemble Zügellos vergessen. Ja, ja. Nennt uns das Grand Ensemble. Link ist groß. Ja, das ist famos famissimo. Famosissimo. Oh Gott. Also dann, wir kehren im Stall zurück, wir leihen uns dieses Pferd aus und gehen natürlich im Stall ab, versteht sich von selbst. Ja. Ah ja. Wir haben einen Thermomix. Doch, wenn ich hier einziehe. Das haben wir mit seinen beruhigenden Klängen zu mir gebracht. Jemand Größeres mit mehr Muskeln wäre natürlich auch schön gewesen. I feel you, Mia, I feel you. Aber obwohl du wirklich etwas mickrig geraten bist, bist du doch einfach irgendwie ein Schnuckel. Gesundheit. Es scheint nicht so schlimm, um die Welt bestellt zu sein, wie ich dachte. Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Im Gegenzug kann ich deine Kleidung verstärken. Bis zum Maximum verstärken. Nice. So. Aber ich habe nichts. Ne? Die hier könnte ich. Aber ist jetzt auch nicht so wahnsinnig doll. Großes Sonanium. 10 großes Sonanium. Achso, das sind die Dinger. Ja, nee, das brauche ich noch nicht. Oder? Doch, das ist die Leuchte. Ja, okay, ich brauche 10 großes Sonanium. Wow. Das habe ich alles. Leuchthöhlen für schon. Düsterwürmchen. Hier auch. Okay. Brauche ich das? Ja, schad nix, ne? Ja, verstärken bitte. Aber ihr hört es aber weniger nach Asthma an. Sehr gut. Erledigt. Ach ja, alle Kleidungsstücke. Ja. Famoser Bonus. So, ich guck nochmal hier. Genau, da brauche ich jetzt noch eine Weißdrachenklaue. Im Moment, jetzt müsste er wieder lootbar sein. Vielleicht schaue ich nochmal nach dem Drachen. Ich habe vergessen, in welches Loch der... Ja, Titel deines Sextapes, weil der abtaucht. Was ist hier? Alpha Elite Konstruktorn. Da brauche ich noch eins. Ja, Hinox Herzen, davon habe ich mich verabschiedet, dass ich die jemals... Weil ich halt 3 Stück brauche, also 6 Stück bräuchte. Den hier, rotes Schleimgelee, wie immer. Ja, das kann ich dann auch nochmal. Aber das ist jetzt alles nicht so wichtig. Die wären halt noch cool, aber Leuchtfisch und Düsterwürmchen, die kann ich noch sammeln. Sonanium kann ich auch noch sammeln. Die braucht auch weißes Schlaf. Achso, ja, das habe ich ja gerade aufgelevelt. Das passt auch erstmal so. Ich meine, ich bin ja gut gerüstet. Das hier will ich halt machen. Da brauche ich noch die zweite Weißdrachenklaue. Du kannst unsere Dienste jederzeit in Antwort. Bleib schnuckelig! Oh, so möchte ich mich. Oh. Ich will, das ist meine neue Verabschiedung. Bleib schnuckelig. Das ist lustig. Da, dieses blöde Vieh. Das habe ich schon mal angefangen zu bekämpfen. Und dann bin ich aber irgendwie zu weit weggelaufen. Und dann hat es aufgehört zu kämpfen. Und dann war es wieder voll. Und dann hatte ich die Nase voll. Hübsch, das Vieh? Nein. Das ist vielleicht Elsa, wenn sie sauer ist. Let it go. Let it go. Was machen die da? Ha! Zieht hinterher mit einer Kiste. So,
Drache. Warte mal, der ist doch gerade, der ist hier lang geflogen. Ich bin hier hoch und hier ist der lang geflogen. Das heißt, der könnte jetzt hier irgendwo sein. Ich gehe mal hier gucken, ob ich ihn irgendwo sehe. Ja, ich höre schon auf. Bockblinz gebe die die Wüste durchkämmen. Ja, das wäre wirklich witzig. Das würde ich dir sogar zutrauen, dass sie sowas einbauen. Oh. Pardon. So. Okay, andere Richtung. Mich nur mal umgucken, ob ich irgendwo sehe. Kann ich aber noch ein bisschen höher sein müsste. Ich weiß halt einfach gar nicht die Route. Muss ich mal nachgucken. Weil die Zeiten sind ja jetzt irrelevant inzwischen, aber die Route. Ja, hier kann er schon irgendwo sein, aber hier ist er jetzt auch gerade nicht. Na gut, dann gucke ich doch mal hier. Ich wollte eigentlich hier hingehen. Dann gucke ich doch mal hier. Und hoffe, dass der. Dass die Funktion noch an ist. In dem Sonanium. In der Sonanium-Fabrik. Oh, das war nicht richtig. Hä? War das nicht? Ach, hier ist die Sonanium-Fabrik. Naja, fast. Naja. Ach ja, ich wollte mir ja die Dinger markieren, wo ich schon war und die fotografiert habe. Die Paletten. Platten. Wo war ich? Hier war ich. Hier. Das wollte ich mir markieren. Wie habe ich das? So habe ich das markiert. So, gucken wir mal, ob es noch geht. Ich habe es markiert. Ja, das habe ich getan. Das stimmt. Und ja. Angeleckt. Geht es? Ah, es geht. Achso, es kann sein, dass es jetzt wieder aus ist, ne, weil ich durchgeflogen bin. Dass es jetzt ausgeht. Naja, schauen wir mal. Ob dem so ist, wir können es ja jederzeit wieder anmachen. Drachi? Ist hier irgendwo? Ich glaube, ich bin hier aber auch falsch. Der falschen Seite. Ja. So rum. Ich muss ja gar nicht außen rum gehen. Ich kann einfach durchlaufen. Aber auch hier erspähe ich ihn nicht. Fliegt er gerade nicht rum. Vielleicht ist er ja gerade unten im Abgrund, aber da weiß ich leider nicht genau wo. Was ist da? Achso, da sind die Zora. Ja, 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 ja. Au! Oh, das wird so hoch. Das war noch ein bisschen zu hoch. So, kein Drache in Sicht.
Naja, dann ist er vielleicht wirklich gerade entweder noch zu weit weg oder unterirdisch unterwegs. Gut. Und wo fliegen wir denn hier mal hin? Das da, aber das hatte ich. Das war, glaube ich, eine, die ich schon hatte. Hm. Oh, das ist schöne Stimmung hier oben. Mag ich. Mag ich. Hin. Eldin Luftraum. Wollen wir noch mal ein bisschen hier unten unterwegs sein? Ich habe endlich die Zentralmine gefunden. Ich will eigentlich mal zu den anderen Minen und mir das Zeug holen. Oh, ich habe aber keine Lust, gegen den Typen jetzt zu kämpfen, der da rumhockt. So, warte mal. Das scheint ganz tief unten zu sein. Das ist zwar näher dran, aber da es ja invertiert ist, dürfte das nervig sein, hier rauszukommen. Also würde ich von hier aus gehen. Naja, gut. Gehen wir nochmal eine Runde unten rum. Titel deines Sextapes. Ja, ja. Ich muss auch ein bisschen hoch, ne? Aber da nehmen wir jetzt mal auf alle Fälle die, weil die ist ja echt schon gut aufgelevelt hier. Leuchtfußspuren. Achso, ja, ich würde das mal hier markieren. Okay, das geht anscheinend nicht. Will ich es mal ein bisschen dahinter markieren. Wir müssen in die Richtung. Da längs. Leuchtfußspuren. Könnte fahren. Ne, ich will nicht fahren. So. Diese düstere Musik. Musiker. Mehr Dinge zwischen den Ebenen. Nö, glaub nicht. Sollte mir noch irgendwas auffallen? Okay. Also du weißt noch was, was ich nicht weiß. Naja, machen wir noch ein bisschen hoch hier. Hier, wo es hell ist, kann ich ja. Als ich unten das erste Mal auf so einen Frosch auf Steroide gelatscht bin, dachte ich mir auch so. Frosch auf Steroide, meinst du, aber gelatscht? Frosch auf Steroide? Diese kleinen, aber die hauen die nicht immer ab. Diese Riesendinger. Okay, offensichtlich bin ich auf die noch nicht getroffen. Was nicht das Schlimmste ist, was mir passieren kann. Ich weiß gar nicht, was die mit Leuchtfußspuren meinen, wenn man den Z-Bonus kriegt. Wenn einfach, wenn du einziehst. Das mache ich hier unten eigentlich so ziemlich immer, muss ich sagen. Immer wenn irgendwas, wenn es jetzt hier nicht gerade nur so eine blöde Fledermaus ist. Brauche ich eigentlich bei allem ab, was sich hier so bewegt. Also Mobblins und Bockblins sind natürlich nicht schlimm, aber schön ist anders. Ach ja, der Zeitenhain. Da werden gleich wieder irgendwelche Bäume mich angreifen. Siehst du, ich wusste es. Oh Gott, ich habe mich trotzdem erschreckt. Lass mich in Ruhe. Bitte, bitte.
Ah. Oh. Die Irrknospen sind auch lustig, muss ich sagen. Ah. Oh. Ha. So. Wieso ist hier ein Abgrund? Hier ist gar kein Berg. Stimmt das gar nicht, was ich gesagt habe? Dass es invertiert ist? Na gut, aber ich bin mal fliegen. Oh. Ah. Ja, Bäumchen, lass mich doch in Ruhe. Lag. Meine Kamera schon wieder gehangen. Ich muss irgendwie mal rausfinden, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung. Okay, wie weit hoch geht's hier noch? Oh ja, okay. Machbar. Machbar. Oh! Achso. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Das ist doch wieder so ein blöder Jäger. Da fall ich nicht mehr rein. Jedes Mal, wenn ich hier irgendeinem Forscher helfen will, ist es so ein blöder Jäger, der mich angreift. Oh. Nusimak. Kamisun. Kamisun, ja. Jetzt ist dann der Schrein da oben. Lass ich meistens durchlaufen. Also jetzt beim Stream habe ich es nicht immer gemacht, aber es ist eigentlich schön, dass Licht und Freude zurückkehrt in den Abgrund. Swoosh. Aber ich war schon einige Male ganz schön gefrustet, muss ich sagen. Hier. Weil man halt nicht hochkam einfach und das ist völlig unberechenbar war, wo man da langkommt und so. So. Ah ja, tatsächlich. So, ist wieder ein Stück noch da. Dann gucken wir mal. Soll ich mir mal ein Auto bauen? Lass den Tanz von Maronus laufen. Ja, natürlich. Das ist doch das Gesetz, dass man den Tanz von Maronus laufen lässt. Kann ich mit dem Ding auch fahren? Ach, hier, Dings. Ah. Nee, diese Frösche meinte ich, aber die sind ja nicht schlimm. Ist davon vielleicht noch eine große Variante? Ist irgendwo noch einer? Da oben, der sich versteckt. Dann triff doch bitte auch sie dann. Wenn du schon helfen willst. So. Ist das, was ich hinterlasse, oder was? Ja. Ach, tatsächlich, wenn ich hüpfe? Nee. Oder? Ach so, alle paar Schritte hinterlasse ich anscheinend so ein Leuchtedings, dass ich weiß, wo ich hergekommen bin. Ah, das ist der Set-Bonus. Jetzt verstehe ich's. Cool. Das ist witzig. Aber ich muss nochmal gucken. Weil ich hier irgendwie nicht die Dings markiert habe. So, jetzt. Ach, da ist ja noch so einer. Wo kommt der jetzt noch her? Siehst du, Tulin trifft. Die da noch nicht getroffen. Aber gut, Tulin ist auch aufgelevelt. Muss ich fairerweise sagen. Was geht jetzt hier ab? Ja, stimmt. Habe ich überall. Aber ich will da gar nicht lang. Ich will da lang. Meine Chica? Oh nein. Ohrwurm. So.
Dann machen wir uns mal ein Autochen. In welche Richtung gehen die? Ah, so rum. Gut zu wissen. So rum, ne? Ja, okay. Braucht ihr ein Flugfahrrad? Aber ich habe kein Steuerdings. Achso, ich habe eins im Dings vielleicht noch. Stimmt. Ja. Ja. Aber hier liegt noch was. Achso, nee, das war nur ein Stein. Ich dachte, das ist noch ein Loot, was ich übersehen habe. Beide leicht angewinkelt? Ja, schon, ne? Irgendwie. Ganz die Mitte getroffen. Und das jetzt hier so ran, oder? Ne? Bitte. Das ist, ja, ist ein bisschen schief. Aber ist okay. Wow! Ich hänge! Oh nein! Na gut, dann kann ich es noch ein bisschen gerade bauen. Warte mal. Ja. So, jetzt machen wir das nochmal besser. Ist denn das so? Nee? Nee, siehst du, jetzt ist es voll schief geworden. Da kann ich gar nichts. Es ist schon wieder schief geworden. Was mache ich falsch? Das geht nicht. Die Ventilatoren an das Ding geht nicht. Weil das Ding ja nur gerade auf dem Boden steht. Nee. Das wird immer wieder schief. Weil wenn ich das jetzt hier hinstelle, wie soll ich denn das jetzt da schief ankriegen? Jetzt kann ich es halt so machen, aber dann passt es ja nicht. Und ist auch wieder schief. Keine Ahnung warum. Das Spiel ist doof. Aber das ist voll nicht mittig. Es ist so, aber guck doch mal an, das ist doch nicht. Ja, das hat sich halt so rübergezogen. Das ist halt das Problem. Problemo. Ja. Gut geklebt. So. Und jetzt ist das hier ran. Aber jetzt sehe ich absolut nicht mehr, ob es irgendwie gerade ist oder nicht. Ah, das reicht aus. So, jetzt noch in die Richtung ausrichten. Jetzt geht's los. Also vorher hat es besser funktioniert.
war nicht so perfekt. Also, ich muss mal das nochmal abmachen. Das sieht irgendwie gut aus, aber... Wieso geht das jetzt nicht mehr? Das ist voll verzogen. Da steht so. Irgendwas funktioniert nicht. Ah, keine Ahnung, was da los ist. Nee, jetzt ist es auch wieder schief. Na, ich probier's nochmal. Jetzt geht's. So. Ah! Na toll. Au! Nein, nicht weg! Stopp! Wieso komme ich hier nicht weg? Wenn ich das jetzt hier liegen lasse. Ah doch, geht. So, aber wieso bin ich jetzt hier falsch? Da lang muss ich. Achso, konnte ich nicht anders. Okay. Nein. Au. Funktioniert super, euer Plan. Ich gelaufen wäre, wie ich schon da. Ah, das klappt nicht. Ich bin auch von die Unternetie. Da sind halt überall Hindernisse, über die ich nicht hochkomme, weil ich nur kurz über dem Boden bin. Scheinwerfer. Ja, stimmt. Das hätte ich machen können. Aber habe ich nur zwei oder so. Ah, ich laufe. Ne? So. Oh. Also das meine ich. Die sind überall einfach unüberwindbare. Leicht unüberwindbare. Dinger. Wie heißt das? Wände. Oh krass, wie viel dunkler es gleich ist, wenn ich die Dings habe. Aber vielleicht komme ich hier hoch. Ich brauche mehr Ausdauer. Ich muss nochmal beten gehen. Huck. Ja, aber doch, ich glaube, das ist gleich zu Ende. Oder? Ah. Keine Ahnung. Ach, sag mal, das ist doch nicht... Ach so, hier ist ein Fluss. Das ist die Frage, ob ich da überhaupt rüberkomme. Aber irgendwo muss ich ja rüberkommen. Aber das, der Fluss ist ja, da ist ja ein schwarzer Fleck auf der Landkarte. Ah, aber wo komme ich denn da hin? Bei der Brücke dann, oder wie? Schwierig. Vielleicht muss ich doch über Kakariko. Das Tempel überfällt, ja. Weil Fluss ist ja... Die gehen ja... Ja, ich glaube, hier komme ich einfach nicht rüber. Weil Wasser ist ja immer schwarz. Das wird beim Fluss auch nicht anders sein. Na gut, dann gehe ich mal von Kakariko hin. Deswegen mag ich den Abgrund nur eingeschränkt. Weil es echt schwierig ist, da von A nach B zu kommen. Aber da ist wahrscheinlich ein Übergang oder so, aber lasse ich mich jetzt nicht drauf. So, und hier bin ich aber erstmal in einem tiefen, tiefen Tal. Aber hier kann ich vielleicht hochschnäuseln. Gucken wir mal. Ah ja, gut, hier kann ich aber auch klettern.
den Port nach oben, ja. Schnäuseln heißt es bei mir. Schnäuseln. Aber fieseln ist auch super. So. Jetzt gucken wir mal. Da lang. Ich geh jetzt einfach so weit, nicht der Paraschirm das Parasegel trägt. Hier ist schon wieder so ein hohes Ding. Hier muss ich, glaube ich, dran vorbei. Ja? Ja, genau. Hier ist nämlich wieder so ein Dings. Ah, nee, aber dann gehe ich lieber hier dran vorbei. Das ist besser. Weil nicht so weit. Ach, mal diese blöden Seen. Braucht kein Mensch. Wasser. So, diese Wurzel werde ich jetzt nutzen. Und dann von ihr zu launchen. Hoffentlich in die richtige Richtung. Weil, genau, hier ist Wasser, da muss ich hin. Nee, das ist richtig, dass ich hier rumgegangen bin. Und dann kann ich gleich in die richtige Richtung hoch. Ah, die Wurzel habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Ja. Ich mal hier alle ändern. Ups. So. Ah, oh, da ist so ein... Das mögen wir nicht. Da ist so ein... Inox. Da will ich dran vorbei. Ich muss jetzt hier lang. Okay. Dann schleiche ich mich mal an dem Inox vorbei. Ich frage mich, ob ich, wenn ich die komplette Rüstung anhabe, ob ich dann auch besser sichtbar bin für Gegner. Nee, das war falsch. Also die komplette Leuchtrüstung, ob die mich dann auch eher sehen. Oder nicht. Oh, ich dachte, hier kann ich was looten. Ja, ich laufe jetzt einfach mal, solange ich kann. Weil jetzt müsste eigentlich kein Wasser mehr kommen. Es müsste jetzt immer nach unten gehen. Nach meiner Theorie müsste es jetzt einfach immer nach unten gehen. Ja? Sieht gut aus. Also, sieht aus, als hätte ich recht. Jetzt würde ich recht behalten. Einfach fliegen, einfach fliegen, einfach fliegen, fliegen, fliegen. Was ist das? Wo? Was leuchtet da so? Ach so, hier sind so Dinger. Hm. Ah, hier könnte ich wieder fliegen, aber... Flieg mich mal einfach hier weiter. Mine im Zwillingstal. So. Geh mal hier nach unten. Weil. Hä? Hier war doch. Achso, hier. Richtige Richtung? Ja. Das stimmt, ich konnte ja nicht. Da dürfte das sein. Oh, hier kann man aber gut. Oh, da ist ein Sonanium. Jo. Ah, okay, ach, diese schwarzen Dinger gehen also. Deswegen sage ich, diese Kreuze lohnen sich nicht. Weil das sind alles Sachen, die man auch durch Amigos kriegt. Und was bringt mir denn dieses Ursprungsgewand? Also es bringt ja nicht mal was. Es ist ja nicht mal so, dass es irgendwie... dringlich wäre. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, löschen. Aber hier ist ja diese Mine. Müsste da nicht auch irgendwo ein Shrine sein? Also eine Wurzel?
so. So. Ja, diese Fußspuren sind echt praktisch. So. Dann werden wir mal ein bisschen Sunanium abbauen. Wo haben wir unsere Donnerblümchen? Die nutzen wir natürlich oft. Was nach Angriffsstärke ist es jetzt hier sortiert. Gerne auch großes Sunanium. Das brauche ich ja nicht. Ups. Ha, kann man damit abbauen? Gucken wir mal. Ja, geil. Brauche ich nicht mehr was verbrauchen, außer ein Pfeil. Das ist doch gut. So, ich hole mal meine Axt hier. Oder Spitzhacke. Da wäre jetzt nicht mehr so viel übrig. Okay. Dann hätten wir das. Ist das, nee, das ist nur Dings. Okay, also aber Wurzeln. Warte mal. Sensor. Handbuch wählen. So, kann ich diese Wurzeln vielleicht auch mal fotografieren und dann über irgendeinen Feind. Hab ich gesehen. Hab ich genau gesehen. Na gut, dann gehe ich mal zu der Wurzel. Wenn es denn halt so ist. Jo, danke. Was haben wir hier? Jetzt Brockenhammer. Rostete Hellebart. Ja, hier ist es jetzt relativ steil. Weil invertierte Zwillingsberge. Ich sag's euch. Mal gucken. Was ist das? Ach so. Ah, das sind so eine Dinge. Hier hochkommen. Also ob ich überhaupt hoch muss. Ob es vielleicht sanft genug ist. Aber hier müssen sie jetzt irgendwo sein, schon gleich. Ist nicht mehr weit. Noch ein paar Irrlichter. Okay, entweder unten oder oben. Ja, dann nicht mal gleich. Das hier. Ich hatte schon, war schon viel zu oft gefrustet, weil ich fast oben war und dann war aber meine Ausdauer alle und ich hatte nichts mehr zu essen. Magierstatue am Stützpunkt. Achso. Haben wir erstmal Rüstung. Okay, weil ich habe die am Stützpunkt habe ich schon längst angesprochen. Da kaufe ich immer so Dinger. Der sagt mir auch, dass das andere gibt, aber da das jetzt nicht so Sachen waren, die mir also der verkauft mir ja das Dunkelgewand. Und das kriegt man ja auch durch Amiibos, deswegen dachte ich, das ist mir nicht so relevant. Hatte ich das schon? Nee. Also zumindest letztes Mal bei Breath of the Wild hat man das durch Amiibos bekommen. Gibt 7 Stück, alle Mund kommt dazu. Ah ja. Aber das kann ich ja dann erst machen, wenn es hell ist im Untergrund. Aber es ist natürlich, ja, mir erstmal aus dem Rüsthunk ist praktisch. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier stehen kann. Ja, dachte ich mir doch. Nee, bitte. So. Aber hier müssten sie doch jetzt irgendwo sein. Wieso sehe ich die nicht? Ja, hier müsste sie sein. Ist sie über mir weit oder was? Hm. Merkwürdig. Ja,
Nee, 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 nee. Nicht wieder nach unten. Das ist also steil hier, okay. Sieht aus, als wäre es nicht steil. Aber ich habe auch jede eklige. Und siehst du keine Herzen? Ja, das ist schon gut. Also vor allem auch bei den Rüstung der Finsternis. Das ist es doch, aber ich dachte eigentlich, das war so eine. Ach, gucke an hier. Müsste die Wurzel ja dann sein. Hä? Hä? Lass mich rollen? Ist die dann da oben drauf? Jetzt bin ich ja hier. Hier ist nichts. Oder hier? Nee. Guck mal nochmal da, aber eigentlich müsste hier die Wurzel sein. Hier ist doch wieder Wasser. Hier komme ich doch nicht weiter. Wo ist diese blöde Wurzel? Ich habe sie doch markiert. Willst du mich verarschen? Was auch immer. Wo ist denn meine Markierung? Die ist doch... Ist die irgendwo oben oder weiter unten? Was ist das? So. Ha. Ich fühle mich ein kleines bisschen veräppelt. Warte mal, ich mach mal... Ella? Ich habe diesen Schrein markiert. Und ich stehe da, wo die Markierung ist. Und hier ist nichts. Und wenn ich jetzt hier weiter hochgehen würde, würde nichts bringen. Weil da See ist. Und hier ist nur Miasma. Es ist weiter unten. Irgendwie in der Höhle oder so. Ich habe die ja gesehen. Muss ich vielleicht hier runter und dann... Au, au, au! Ah, Gott! Nein, 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 nein! Bin ich schon die ganze Zeit hochgelaufen? Oh! Ich glaube, es ist Essen. Autsch, ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Sie klingt erst wieder tot. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe die doch gesehen. Ja, hier ist die Flusswand. Genau, das ist schon richtig. Achso. Ah, ich habe aber langsam echt Hunger. Will Spaghetti. Ist ja schon 19:10 Uhr. Deswegen habe ich Hunger. Aber jetzt hier ohne die Wurzel abzubrechen, ist halt maximal unbefriedigend. Schlafernudeln für alle. You are what you eat, würde ich sagen. Ajo, ojo. Nein! Sehr gut. Jetzt könnte ich wieder ein bisschen aufladen. Aber bringt mir halt im Endeffekt alles nichts. Finde ich blöde Wurzel nicht hier ist. Ich finde es wirklich merkwürdig gerade.
wirklich ein Nerf. Jetzt laufe ich direkt drauf zu. Aber... das ist ja komisch. Da? Nee, ach, das ist Miasma. Ach, ich dachte schon. Ja, ich bin gleich oben. Ja, jetzt bin ich auf diesem Absatz, wo ich halt die Wurzel vermutet hätte. Warte mal, ich mache hier mal ein bisschen Licht. Oh. So. Aber hier ist halt nichts. Hier ist halt nichts. Das finde ich merkwürdig. Das Teil ist ganz unten. Ja, aber ich komme ja nicht ganz runter. Also wenn ich jetzt hier runter gehe, dann komme ich halt nur hier den Abhang runter sozusagen. Es könnte halt höchstens sein, dass da irgendwo eine Höhle ist, die ich nicht gesehen habe. Von oben. Aber das steht ja auch auf dem Abhang. Muss ich noch höher. Ups. Noch höher geht nicht. Weil hier ist halt eine sehr steile Wand. Die komme ich nicht hoch. Aber eigentlich sollte sie hier sein. Und das Komische ist ja, dass ich sie ja auch schon tatsächlich markiert habe. So, warte, lass mal hier. Ja, da ist halt nur noch sehr, sehr hoch. So, das war ein Linkslichtel. Das ist halt das Merkwürdige, dass ich nicht... aber bringt ja nichts, jetzt hier rumzustehen. Seite hin. Weiß ich nicht. Digga, also ja, irgendwas muss ich anders machen. Definitiv. Irgendwas muss ich anders machen. Hier ist wieder zu. Also hier ist ein dünner, müsste nur so ein dünner Pfad sein. Ja, vielleicht komme ich von da aus dahin. Aber hier habe ich doch noch nichts. Wir hatten doch nichts. Und das Gute ist, dass ich halt gucken kann, weil ich ja den Schreinnamen quasi habe. Und dann kann ich vielleicht nochmal die Wurzel gucken, aber schauen wir mal. Schauen Sie mal, jetzt sind wir hier wieder bei der Mine. Zureichend. Nee, ja, meinetwegen auch mit dem sowieso besser. Ich finde mal nicht groß. Gut, aber es hilft auch nicht, dass ich jetzt wirklich hart hungrig bin und nicht mehr denken kann. Deswegen bei mehr. Achso, du musst dir so, also du musst so Nanium abbauen. Und dann kannst du an den Minen diese Sonai-Kristalle kaufen. Warte mal, das kann ich dir jetzt noch schnell zeigen.
Geh mal zur Mine. Und dann kann man die Batterie bei diesen Batterieständen kaufen. Also immer für 100 Sonau Energiekristalle kriegst du einen Balken sozusagen. Ich guck mal, ob ich jetzt hier direkt zur Mine komme. Natürlich nicht. Okay, warte, ich brauche eine bessere Mine. Hier, ich glaube, die ist besser. Ach ja, Wasser. Das ist okay. Lass mich. Ich mach mal über hier. Umweg über das Steinchen. Ja, genau. Alle Minen gehen. Musst halt nur zu diesem. Also du musst den Typen aktiviert haben. Bitte. Na gut, das hat nicht funktioniert. Hier diese Türme, die müssen rauchen. Und dann siehst du auch gleich, was ich meine. Ups. Da sind so Regale mit Zeug, was man kaufen kann. Und am besten hier die großen. Für großes Sonanium kannst du große Sonarkristalle kaufen. Für kleines Sonanium kannst du kleine Energiekristalle kaufen. Ein großes sind, glaube ich, 20 kleine. Du musst halt 100 insgesamt sammeln, damit du dann einmal die Batterie vergrößern kannst. Da gibt es mehrere Stellen. Ich habe aber vergessen, also zwei habe ich gefunden, ich habe aber vergessen, wo. Aber die erste ist hier unter dem Anfangsschrein. Im Raum des Erwachens kannst du dich mit den Fähigkeiten über das Wasserrad noch woanders hingelangen, wo du am Anfang noch nicht warst. Und dann kannst du da diese Batteriemaschine finden. Aber wie gesagt, die war auch noch irgendwo anders. Ich weiß nur nicht mehr, wo. Ich glaube, das war aber hier irgendwo auf Hyrule. Auf der Ebene, wo auch noch so eine Batteriemaschine rumstand. Aber ich weiß es nicht mehr, wo das war. Aber das könnte man im Zweifel ergoogeln. Ah, hier doch, Batteriemaschine. Vorm Spähposten ist noch eine. Genau. Da war ich noch nie. Also da war ich einmal, als ich sie entdeckt habe, und dann war ich immer oben, weil ich nicht mehr wusste, wo ich sie entdeckt habe. Genau. Ja. Gut. Dann lasse ich die hier alle nochmal zu Sternchen machen. Und dann, genau, guten Hunger, schönen Abend. Das ist ein gutes Stichwort. Dir auch, hallo. Allen anderen, die zugucken, auf welchem Wege auch immer, jetzt und in Zukunft, auch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen. Und immer guten Hunger. Wenn ihr mich bis Samstag vermisst, ich bin Samstag heute, diese Woche da, weil Sonntag Familienfeier ist. Da wird wahrscheinlich wieder Genshin gespielt. Mal wieder reingeguckt. Ich muss mal ein bisschen Sumeru entstauben, war lange nicht da. Und wenn ihr mich bis dahin vermisst, dann einfach auf Instagram und TikTok gucken. Da mache ich lustige Videos und Posts. Wenn ihr das hier auf YouTube seht, dann lasst ein Like da und einen Kommentar gerne. Und ansonsten sehen wir uns. Ciao.